willkommen zu Noob Lords of Draenor. Aber wir haben immer noch nicht ganz... Achso, wir waren noch nicht in Sturmwind. Im westlichen Teil. Ja, in Sturmwind zum einen nicht und auch in Richtung Westfall. Da ist ja noch ein kleiner Schnitt. Mhm. Bei mir zumindest. So ein Schnipsel. Ja, gut, dass die ganzen Quests direkt an so an einer Stelle abgegeben werden können. Ja. Zumindest laut Map. Müssen nicht weit laufen. Ich weiß es aber auch leider nicht mehr, wer welche Quest jetzt nochmal gesprochen hat. Ich glaube, ich habe die alle vom Thomas gesprochen. Ah, okay. Gut, ja. Dann zuerst Meldung an Thomas. Hallo du da, so. Habt ihr herausgefunden, was aus Rolf und Wallach geworden ist? Ich bin bescheuert mit der Maske halt, aber gut. Ist ja nichts für, wenn die so komische Hüte aufhaben. Ja. Eine Meldung an Thomas. Damit bestätigte meine Befürchtung, Bruder und Antelius. Die Murlocs sind eine Bedrohung, die wir nicht länger ignorieren können. Rüstung aus Tuch und aus Leder. Als Dank für eure Gewitztheit und euren Mut gebe ich euch hier einen Gutschein, den ihr gegen ein Rüstungsteil eintauschen könnt. Das erinnert mich irgendwie an Pokémon, wo man einen Gutschein kriegt für ein Fahrrad. Bringt den Gutschein in zollvoller Lage des Osttals zu Sarah Röderwald. Wenn ihr den Gutschein gebt, dann stellt sie die Rüstung für euch her und wenn ihr sie habt, tragt sie zur Verteidigung von Elven, Doda und Antelius. Ihr findet das Holzfäller Lager des Osttals östlich dieses Postens, jenseits der Brücke. Ja, waren wir ja schon. So, zwei noch, dann Kopfgeld auf die Malung. Siehe den Ehrenfreund. Ja. Wie läuft die Jagd, Doda und Antelius? Genau, leg dich mal schlafen, Letos. Es dauert hier einen Moment. Kopfgeld auf die Molochs. Habt ihr die Flossen? Ausgezeichnet. Marshal Dugan ist besorgt, wenn wegen der Moloch-Bedrohung in Ostelven und ich würde ihm gern berichten können, dass wir die Lage langsam unter Kontrolle bekommen. Mit euren Taten habt ihr uns dabei geholfen. Langes Bajonett. Ich hab doch einen Stab, das bringt mir doch gar nichts. Letos, was macht für mich Sinn? Eine robuste Metallkeule oder ein eingeschliffenes Großschwert? Das kannst du halten, wie du willst. Was macht denn mehr Schaden? Dann das Großschwert. Großschwert. Gut. So also einfach. Paladin eigentlich immer zweihand. Außer du musst tanken. Okay. Du nimmst Schild und Einhand. Ich dachte, dann nimmst du die Aral. So, da hast du dich schon mal selber lachen gehört als Gnom. Stimmt, das hat so gesagt, dass ich das mal machen soll. Schräg lachen. Hat er noch eine andere Lache? Nee, gibt noch eine Lache. Hier gibt noch eine Lache. Ich hätte so gern einen Garten, in dem ich ein paar Menschenstatuen aufstellen kann. Ja. Ich glaube, beim letzten Handel bin ich zu kurz gekommen. Boah. Ui, der war flach. Oh. Ja, das sagt er selber auch. Ich habe ein Problem mit der Garderobe. Oh, da ist mein Hammer. Da ist mein Hammer. Mach du mal ein. Der dicke Hammer. Warte. Ich liebe diesen Planeten. Ich komme hierher und sehe Kühe und Hühnchen und reite auf kleinen Pferdchen. Dieser Planet hat einfach alles. Machen wir noch ein. Wir haben alles genau geplant. Schritt 1. Wir landen mit der Exodar. Schritt 3. Wir besiegen die Legion und gehen nach Hause. Es fehlt noch eine Kleinigkeit. Ja, Schritt 2 irgendwie. Ja, Schritt 2, ja. Wir haben alles ganz genau geplant. Genau. So, soll ich mal die nächste, genau. Hier, Grenzschutz hier. Ja. Grenzschutz. Vielen Dank für eure Hilfe, Doda und Angelius. Im Wald muss es irgendwas geben, das die Tiere so angriffslustig macht. Was auch immer es sein mag, ich hoffe, es bleibt dort.
Wolfsstiefel. Oh ja, die sind besser. Sehr schön. So, da muss ich auch gucken, was davon jetzt am meisten Sinn macht für mich. Das ist eine Jacke, Brust, Füße und Handgelenk, was ich aussuchen kann. Da steht irgendwo Kette dran, dann würde ich Kette nehmen, auf jeden Fall. Ja, hier steht Kette. Ja, genau, hier ist bei der Lederjacke ist Kette. Genau. Los, gib Kette. Dann nehme ich die. Licht segne euch. Ach, hier ist so ein magisches Schwert, womit ich nichts anfangen kann, aber das ich entzaubern kann. Wo waren denn nochmal die Berufe? Ja, Berufe. Verzauberung, entzaubern. Genau, ich habe auch noch was. Ich gebe dir das mal schnell. Geringe Magie-Essenz. Pionierbeinkleid. Dankeschön. Und da habe ich seltsamer Staub daraus bekommen. Hier, dieses Malachit brauche ich auch, ne? Eigentlich für Bergbau. Ach so. Ja, um Rüstungen herzustellen oder nachher auch für Juwelenschleifen, wenn das einer hätte. Aber. Hat ja keiner. So, wo waren denn die restlichen Quests? Ich dachte, wir hatten noch mehr zum Abgeben. Bereit zur Abgabe? Hier sind. Ja, nee, ich glaube da hinten. Ja, doch auf der Karte, da sind sie doch ein bisschen verteilt noch. Also Richtung Osten, beim Holzfällerlager sind noch zwei, die wir abgeben also müssen. Also ich persönlich würde ja jetzt sagen, wir gehen gerade zum Holzfällerlager, fliegen nach Goldhain, geben da die Quest ab, gehen dann runter, machen das bei dem Hof, gehen wieder hoch, geben da die Quest ab und kommen dann wieder zum Holzfällerlager. Macht das Sinn? Um dort neue Quests anzunehmen? Ja, und die abzugeben und neue anzunehmen und so weiter. Also hier dann beim Holzfällerlager weiterzumachen. Okay. Alles klar. Hieletos, du willst nicht wissen, was passiert ist, bevor wir dich getroffen haben. In der Jaspismine. Nein, das kann er sich dann angucken. Ja, genau. ich liege immer auf dem Boden, wenn ich eure Let's Plays sehe. Ihr seid so herrlich. Ah ja, das ist halt der Name ist Programm, ja. Endlich mal ein Video auf YouTube, das keine leeren Versprechen macht. Genau. Steht Noob drauf. Also ich muss sagen, ich sag nur mal so viel, ich hasse Spinnen. Ja, da sind ja Spinnen und da ist glaube ich eine Oberspinne drin, ne? Ja, nicht wenige, ja, und diese Oberspinne. Da hat er sich super, ja. Ja, ich hab gedacht, ich sterbe gleich. Dass ich gleich einen Herzinfarkt bekomme. Da, nach Goldhain wollen wir. Was kann ich für euch tun? Mögen eure Reise. Wir wollten nur erst die Quest abgeben. Goldhain, da die Quest abgeben. Dann nach Süden die Quest machen, dann auf in dann. Goldhain wieder abgeben und dann wieder zurückfliegen. Und du kannst noch dein Handwerk wechseln. Goldhain. Ja. In Goldhain, ja. Du hast wahrscheinlich schon Prozente überall drauf. Gut. Das, oder? Gibt sowas hier nicht. Wie Prozente, was meinst du? Ja, du zahlst jetzt wahrscheinlich nur noch irgendwie 3 Kupfer statt 1 Silber und irgendwie Kupfer. Das hier ein Elvin nicht umsonst? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Oder so. Ich sag ja Prozente. Also ich weiß, Flüge von Stormwind nach Eisenschmiede sind umsonst. Früher musste da 10 Kupfer oder so bezahlen, aber das ist glaube ich komplett weg. Ja gut, nach Stormwind, das kann sein. So, ich bin auch da. Dann mal direkt hier. Wo bist du denn? Gerade angeflogen. Komm angefliegt. Ach nee, doch nicht. Ups. Ah, da bist du. Übrigens, dann würde ich sagen, genau, so. Was ändert sich bei mir? Achtung. Und ich nehme jetzt einen Trank. Bin etwas gewachsen. Ach, ich dachte, du hast Dein Bart ist nur größer geworden. Nee, das ist hier, das gibt's jetzt, ich glaube Alchemist kann das herstellen, na wo ist es denn? Ach hier, diese Kann ich Tränke. Das als Gnomen dreimal verwenden, dann bin ich so groß wie du. Ich geb dir mal einen. Müsstest auch, okay, das war für dich uninteressant, weil das die Stärke um 8 erhöht, aber du bist dadurch größer. Bitteschön. Endlich mal in deinem Leben. Im echten Leben ist der Antilus eigentlich kleiner als ich. Boah.
Wobei es sind, glaube ich, 2 Zentimeter oder so. Bis so ein paar Zentimeter. Hier gibt man noch einen, bin ich fast so groß wie du. Nächster. Der sieht jetzt echt war teuer. Aus. Ja, echt so. Manche wie lange hält die Wirkung? Es gibt auch Sachen, die dich schrumpeln lassen, ne? Oh. Ungefähr auf die Größe von den hier Vater Winters kleine Helfer. Hallo! Ja, du trittst ja noch einmal drauf. Was ist der denn hier? Was sind denn das hier für Viecher? Ich sag da nichts zu, kommt selber drauf. Deutschländer übrigens. Ich glaube, das ist von meinem Server. Okay. So, der Antilius kann ja hier seinen Beruf wechseln und in der Zeit mache ich hier mal einen Haustierkampf mit dem Letos. Ja, dann versuche genau. Es mal. Warte. Annehmen. Textwaren. War das denn nochmal? Ja, für einen Beruf, ja. Genau. Ich wähle dich, Krabi. Achso. Verrichtet mich im Bergbau. Ja. Lernen. Ja, erstmal das da noch. So. Sieh sich. Hallo. Hab ich das schon mal? Und dann das hier noch. Produktionsberufe. Schmiedekunst, ne? Ja. Okay. Da richtet mich in der Schmiedekunst. Bin ich mal direkt dann auch dort der Lehrling. Dann habe ich das nämlich. Hä? Was? Wieso? Hä? Was ist denn jetzt los? Wie geht das jetzt nicht? Du musst das erst verlernen. Auf dann. Da ist so ein kleines Halteverbotsschild, okay. Sag ich immer, an diesem Lederkunst oder was du da hast. Da musst du draufklicken. Kleines rotes. Und zwar, wenn du Taste P drückst, kommst du hier auf deine. Auf dein Zauberbuch, sag ich mal. Und da unten steht ja, sind ja so Reiter, da steht Berufe. Ja. Da klick da mal drauf und dann siehst du auch diese ganz kleinen roten Dinger und das. Ah, ich hab's, okay. Und da ist dann dieses Halteverbot da. Da muss man draufklicken, um es zu verlernen. Okay. Nein. Und ich krieg auch kein Knöllchen dafür. Nicht von mir, ich sag aber nichts. Gut. Alles klar, gut. So, Produktionsberufe, jetzt kann ich das machen. Schmiedekunst. Das haut rein. Der richtet mich in der Schmiedekunst. Jetzt geht es. Nee, das ist mir zu riskant. Sehr schön. Und jetzt kann ich auch hier, da ist ja dann diese Liste hier, und dann kann ich auch quasi erlernen, was ich alles produzieren kann, oder? Du hast am Anfang direkt 5, 6 Sachen, die du so und so schon kannst. Hm. So, jetzt kann ich Kettenhosen produzieren. Ja, und den Rest. Schönen Tag auch. Ergibt sich dann alles noch. Und Erze brauchst du. Ja, die kenne ich ja in irgendwelchen Minen oder genau. Wo abbauen, oder? Die, an irgendwelchen Stellen. Die wirst du wahrscheinlich auf der Minimap sehen, als kleine gelbe Punkte. Ah, okay. Aber dafür brauche ich ja auch eine Spitzhacke, ne? Und du brauchst einen Hammer. Also dann kaufe ich mir jetzt mal eine Spitzhacke und einen Schmiedehammer. Okay. Für die Allianz. Hab ich irgendwas gekauft, als ich Kirschner und das andere da gelernt habe? Ach, mittlerweile braucht man gar nichts mehr. Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ja, anscheinend nicht. Also in meinem Inventar ist jetzt nichts drin. Dann habe ich jetzt mal die richtigen Sachen, ja. Gut, sehr gut. So, wie sieht's bei dir aus? Hier kämpfst du hier noch? Wir noch? Ja, ist gleich vorbei. Jetzt bewirft er mich hier mit Eiern. 400 Dings. Der Ugnon sieht ein bisschen aus wie der Maokai aus League of Legends. Na toll. Für alle League of Legends Spieler, so ganz nebenbei. Was habe ich jetzt bekommen? Ich konnte mich noch nicht mal mehr heilen. Ich bekomme hier als irgendwelche Gesundheitspunkte. Ja. Gewonnen! Wegen dem blöden Huhn.
Ja. Du hast gegen einen Huhn verloren. Nee, gegen seine Eier. Du hast an der Minimap so eine Lupe. Da steht, wenn du drüber gehst, steht da Aufspüren. Ocknon, wieso nennt man den denn Ocknon? Den nennt man doch Groot. Ach, wir passen da. Da kann man schauen, ob du Mineralsuche an hast. Ich hab sowas nicht. Nicht an der normalen Map. Ja. Ich seh grad, du hast die. Nee, oben an der Minimap. Ach so, oben. Oh, oben. An der Minimap, da muss. Und da kann ich da auch beim Aufspüren bei der Lupe. Und dann müsste da stehen Mineralien. Ja. Und da müssen Häkchen. Ah ja, okay. Okay, dann. Ah, jetzt hab ich's. Auch so, komm mal hier zu okay, dem. Okay, sehr gut. Marshall. Ja. Den kannst du ja wieder. Dann grüße. Der Häse, genau. Soll ich wieder mein Hessisch machen oder normal? Hessisch. Ei, die Jaspismine. Kobold in der Jaspismine, sagt ihr. Verflucht noch Aas. Die Lage wird von Minute zu Minute schlimmer. Vielen Dank für eure Bericht an Delius und Doda. Aber ich wünschte mir, ihr hättet bessere Nachrichten gebracht. Gut. Seid vorsichtig. An Delius. So ungefähr. Hilfe für die Weststrom-Garnison. Die Garnison an unserer westlichen Grenze berichtet von starrenden Aktivitäten der Knolle und der Diebe. Sie bitte uns um die Entsendung weiterer Soldaten aus Sturmwind. Aber wir können einfach keinen entbehren. Wenn ihr helfen könntet, wir könnten die Hilfe wirklich gebrauchen. Geht, sprecht mit, babbelt mit Stellvertreter Rainer in der Weststrom-Garnison und fragt ihn, was getan werden muss. Die Garnison liegt direkt an der Straße im Westen. Wenn ihr die Brücke über den kleinen Bach überquert habt, liegt sie auf der rechten Seite. Questziele, begebt euch zur Weststrom-Garnison und sprecht mit Stellvertreter Rainer. Heimeben Rainer. Für die Allianz. Heimeben Rainer. Aber noch nicht hin. Wir gehen erstmal zu dem Hof und danke Letos für die. Richtig. Stöpfchen. Ja, vielen Dank Letos. Für was? Ja. Das Stöpfchen. Ach, das Stöpfchen. Das ist meine Stöpfchen. Es gibt ja Asterix und Kleopatra gibt es ja als hessische Version. Ja, aber nicht nur in Kleopatra. Nee, nee, die anderen auch sind halt andere. Auch im anderen Dialekt. Also es gibt ich rede jetzt von dem Film. Bei den Filmen ist das. Ach so, ja. Also da ist ein erobert Rom ist bayerisch. Asterix okay. In Kleopatra ist hessisch. Asterix in Amerika ist hier dieses türkisch Dings. halt mit Erkan und Stefan. Okay. Und ich glaube, irgendeins ist auch noch auf sächsisch. Das ist, glaube ich, Asterix Sieg über Caesar ist es, glaube ich. Ist das auf sächsisch? Ich glaube schon. Okay. Ja, es gibt ja auch ein paar Ausschnitte auf YouTube dazu. Aber die kannst du auch komplett finden, wenn du richtig suchst. Ja. Ja. So, jetzt sind wir auch hier bei der Mabel. Mabelinjade? Nee, das ist. Nee, das ist. Die sieht übrigens immer so gut so, geschminkt Frau aus. Die Frau kann ja mal der Leto sprechen. Nee, so, hier. Oh, da muss ich meine hohe Stimme raus. Ich hab die Quest jetzt angenommen, tut mir leid, ich hab nicht durchgelesen. Ah, ja, ja. Sich schnell drücken. Ja. Ein Besuch bei Mabel. Soll ich das mal so sprechen? Ja, versuch's doch mal. Geschickt? Gesegnet sei seine Seele. Mir geht es gut. Es ist nur, nun ja. Vielen Dank, dass ihr euch diese wunderschöne Folge angeschaut habt. Es wäre super, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst oder einen Kommentar. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.